Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Star Wars Jedi Tempel Folge 91. Ich habe gerade Wurstgulasch gegessen. Irgendwie sage ich euch immer, was ich gegessen habe, gerade kurz bevor ich die Aufnahme aufnehme, habe ich das Gefühl. Naja, wen es interessiert, euch nicht bestimmt. So, oi. Und ich esse immer so schnell und dann habe ich immer so Schluck auf oder muss immer so oft aufstoßen und ja. Naja, mein Problem. So, Freunde, wir haben jetzt ein bisschen Sandstein ja wieder gegattert und ich würde jetzt hier diese Strecke noch ein bisschen nach hinten ziehen und die nächsten Folgen, ja, hier ein bisschen, das ist ja alles mal weg, irgendwie dieser Stein hier, der regt mich hier die ganze Zeit auf. Den werden wir mal entfernen, das hier werden wir mal entfernen, das entfernen, das hier alles ein bisschen ausschmücken. Von mir aus ziehen wir auch noch hier eine Reihe lang eine Brücke, aber ich mache jetzt hier in dieser Folge nichts Besonderes mehr. Die Treppe da vorne, da habe ich gesagt, da kommen diese Balken hin. So eine Blocke. Die Treppe bleibt so, wie sie jetzt ist. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Andreas-Style, ne? Wisst ihr. Und, gut, ich werde heute einfach hier ein bisschen langziehen, das alles, denn wir haben uns ja auf diese Länge hier geeinigt, dass die Eingangshalle dann so lang ist, wie sie jetzt da ist, so. So lang. Ne, so. Und, genau. Genau, vielleicht werde ich anfangen, ein bisschen hier alles zu eben. Das will ich auf jeden Fall machen. Vorne den Eingangsbereich ein bisschen aneben, dass man da den Treppen besser hochgehen kann. Und vielleicht auch schon mal hier ein bisschen anfangen. Aber da hinten, das ist noch nicht. Das machen wir dann in der zweiten Staffel. Und, ja. Genau. So viel dazu. Also erstmal hier alles fertig machen. Ich muss mir meinen Timer stellen. Ich vergesse das immer. Wartet kurz, ich gehe gleich weiter. Es geht gleich weiter und Start. So, ja, wir sind natürlich schon mitten in der Folge, aber naja. Zu lange werde ich das jetzt heute wieder nicht ausreizen, weil, ja, dafür ist die Storyline zu klein. Und das ist jetzt einfach nur Staffelfinale. Ja, jetzt muss es eigentlich richtig abgehen und so richtig krass werden. Aber Leute, wir bauen Eingangsbereich, das ist krass genug. Und ich möchte das hier einfach die erste Staffel mit sauber verlassen. Und das heißt, ich möchte ganz klar hier alles ein bisschen anpassen, ein bisschen eben machen, diese ganze Scheiße hier wegmachen. Und dann in der zweiten Staffel, wenn es wieder quasi bei 1 losgeht, dann sauber alles hinterlassen und nicht irgendwelche Reste, Baureste oder so von Staffel 1 haben. Ja. Genau, deswegen lasse ich es lieber so. Mache ich das jetzt so, die letzten 10 Folgen. Und das ist ja auch interessant, denn wir machen ja trotzdem Fortschritte. Ich mache ja hier nicht alles eben da hinter der Treppe, sondern einfach mit Erde, sondern wirklich schon richtig mit Stein. Ja, also so, wie es dann auch am Ende sein soll. Und ja, genau. Aber erst einmal bauen wir uns jetzt hier ein bisschen voran. So. Und ja. Und ich will nicht mehr sterben. Bis Staffel 100. Nee, warte mal. Das ist zu krass. Bis Staffel, Folge 100. Das ist so, ihr wisst, was ich meine. Sonst darf ich ja nie wieder sterben. So. Haben wir das auch. Und dann ziehen wir hier nochmal eine Reihe. Boah, sind ja gar nicht immer gleich schon wieder fertig, Mensch. Dann haben wir ja die erste Brücke ja quasi schon fertig. Das ist ja richtig cool. Leute, dann haben wir die erste Brücke fertig. Hallo, die erste Brücke ist fertig. Das ist doch krass, das ist doch... Das hätte ich niemals gedacht, dass wir die erste Brücke so... Also natürlich die ganzen Balken fehlen da noch, aber von der Länge her ist sie fertig. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nur, ja, vielleicht bis hierhin die Länge, aber... Mehr schaffen wir nicht mal. Aber wie gesagt, ich habe sowieso alles ein bisschen mich unterschätzt. Und, naja. Nicht so schlimm. Sind wir halt weiter als geplant. Und ja, auch Andi sagt immer wieder, was du jetzt hier schon in den ersten 100 Folgen gebaut hast. Ich habe gerade mit Andi telefoniert, da weiß ich, dass, worauf will ich jetzt anspielen. Dass, das ist schon krass so. Das ist, ich denke mal, ich bin noch gar nicht so weit und vielleicht bin ich doch ein bisschen weit hinterher. Nein, ich bin eigentlich schon echt ziemlich weit. Das muss ich mir mal jetzt verinnerlichen. Dass wir, oder wir in der ersten Staffel hier auf jeden Fall schon ganz viel geschafft haben. Und das muss gewürdigt werden. Definitiv. So. So.
So. Haben wir es gleich fertig. Ich habe gerade keine Hacke dabei, deswegen baue ich die nicht ab. Weil ich glaube, die kann man nur mit einer Hacke abbauen. Mit Hand abbauen geht das gar nicht. Also dann sammelt man die nicht ein, sondern macht sie nur kaputt. Ja, jetzt baue ich mir hier extrem. So. Und die letzte Reihe. So. Wunderbar. Ja, guck mal, das ist alles Jedi-Tempel hier. Das ist, ich finde das einfach krass. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich finde das, wenn ich so lang gehe und sehe das hier, das ist schon heftig. Das ist schon eine Wucht. Und ja, ich glaube, ich habe wirklich viel gebaut schon. So. Ich baue mir jetzt erstmal eine Hacke. Brauche ich gar nicht. Wir holen irgendwas, habe ich alles da. Jawohl, so passt. Eine reicht mir erstmal. Licht haben wir jetzt ja hier endlich gemacht. Hier unten drunter. Ich glaube in der letzten Folge, ne? Ja. So. Dann baue ich mir das mal kurz ein bisschen ab. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt nichts Großes, Gewaltiges, Neues mehr anfangen. Das ist natürlich auch Quatsch. Ich fange jetzt natürlich keine... Was soll ich denn jetzt auch anfangen? Soll ich da jetzt die Fronten hochziehen oder so? Das ist ja... Na gut, das könnte man echt eigentlich machen. Aber ich meine jetzt hier irgendwie... hier die Ebene neu setzen und neue... sowas mache ich jetzt nicht. Das ist Quatsch. Das machen wir natürlich nicht. Das ist, bringt uns jetzt auch nichts, noch irgendwas groß anzufangen. So, wir können aber... ja, ich weiß, was wir machen. Und zwar... schlafen gehen. Und dann setzen wir die Säulen bis nach oben. Und die Glowstone lassen wir erstmal so. Da können wir immer noch mal sammeln gehen. Von da oben, von der Decke, von Netherportal, da haben wir ja Glowstone gesehen. Aber die können wir immer noch holen uns. Und deswegen sammeln wir uns erst einmal... Ja, war doch alles. Was glaube ich denn da schon wieder? Wir sammeln gar nichts. Wir bauen jetzt einfach mal die Säulen hoch. So. Das hier wird dann ein bisschen angeebnet alles und ein bisschen ordentlicher gemacht. Zum Staffelfinale hin. So. Jawohl, das sieht gut aus. Aber ich glaube, Andi hätte vielleicht, geben wir falls ein bisschen recht, dass es ein bisschen eng ist. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte da auf Meinungen anderer noch warten. Ja. Einfach mal warten. Was die anderen dazu sagen. So, wie weit waren wir denn hier auseinander? 6 und der 7. war dann ein grauer Stein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, so war's. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, ja komm. Ah, nie, eigentlich nicht, weil dann kommt hier eine Treppe hoch und da eine Treppe hoch. Also die spalten sich dann hier so ab. So. Hm. Ja, wir bauen es jetzt erstmal. Also, vielleicht hätte Andi doch recht. Also ich bin jetzt gerade unentschlossen, dass es doch ein bisschen zu eng ist. Aber es ist auch nur eine Brücke. Es ist jetzt ja kein Hof. Die Eingangshalle ist ja eigentlich auch nur von Brücken. Wie steht ja eigentlich nur aus Brücken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und daher kann es ja natürlich nur nicht so breit alles sein, ne? Naja, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann ziehen wir uns mal. Wie viele Steine haben wir jetzt hochgesetzt? Das ist immer 6, ne? Erstmal. Das ist egal. So, 1. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und die sechste. So.
Und das gleiche auf der Seite. Also ihr seht, wir bauen irgendwie immer mehr. Und ich habe auch mit Andi festgestellt, dass, so wie ich es ja schon gesagt habe, es ist, die Bautfortschritte gehen immer schneller, weil man muss nichts mehr groß abziehen, man muss einfach nur noch bauen. Also klar, man muss immer irgendwelche Korrekturen machen oder so. Das ist natürlich klar. Aber ich muss ja hier nichts mehr irgendwie groß Hilfsmittel, hier wie diese Wasserbrücke da. Die muss ich ja nicht mehr bauen, sowas. So eine Umrandung. Das muss ich alles nicht mehr machen. Und das ist immer ganz gut. Und das hat immer sehr aufgehalten. Und deswegen weiß ich, dass die Staffel 2 schneller geht. Also nicht schneller, also man kommt eher voran. So. So. Dann sind wir bei 3. 4. 5. Und die 6. Zwei, drei, vier. Nein. Oh, scheiße. Ihr seht, ich lasse kein Stein einfach so über. Das mache ich nicht. 5 und 6. So, na seht ihr, dann haben wir doch schon mal wieder was hier geschafft. Ziehen wir die beiden noch hoch. Und dann reicht es für heute. Dann sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen. Und ja, überlegt mal, was wir jetzt in den letzten 3, 4 Folgen jetzt schon wieder für einen kleinen Fortschritt gemacht haben. Es ist echt schon wieder. Man denkt immer so, was, schon wieder Folge vorbei? Hä? Aber doch, man hat schon einigen Fortschritt hier gemacht. Das ist schon eine Nummer. Muss ich ja mal sagen, also wie sind wir denn jetzt da? 1, 2, 3. Ja, keine Ahnung. Fünf, ne? Ja. Egal, mach ich das schon so. Wobei es eigentlich unnötig ist, jetzt alles auf 6 zu bauen. Das ist einfach nur so eine Maßanpassung. Der erste ist eh 7 Steine hoch, hier der allererste, glaube ich, oder? Doch nicht mehr? Naja, wie auch immer. So. Ah, Mann. Oh Mann. So. Ja, und wie ich ja schon mal angedeutet habe, ich habe vor, The Fallen Order zu spielen, Jedi Fallen Order zu spielen und das dann in Teil 2, also in der zweiten Staffel. Dass dann nur noch 2 Tage ein Minecraft-Video rauskommt und also erstmals am Anfang. Und dann, dass dann, genau, so ein Wechsel kommt täglich. Denn es ist halt ein neues Spiel und das würde ich gerne anspielen auch und ja, würde auch viele Leute bestimmt interessieren. Oder man kann. Mal gucken, was so abgeht bei mir. So, und ja, das ist jetzt erstmal das, was wir heute geschafft haben. Oh, es ist schon wieder. Das ist krass. Und dann kommt jetzt hier so eine Treppe auf der Seite hoch und auf der Seite hoch. Und ich glaube, da hat Andy recht, dass wir das einfach nochmal ein bisschen versetzen müssen. Müssen wir aber nochmal gucken. Weil, na, obwohl, nee, wenn ich jetzt hier diese Brücken verbinde, ja, ich weiß noch nicht. Na, nee, du hast noch nicht recht. Ich gebe dir noch kein Recht.
Okay, Freunde, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns morgen wieder bei Folge 92. Macht's erstmal gut. Bis dann. Tschüssikowski. Möge die Macht mit euch sein.